Hallo KurierTV, wenn die Welt ein Dorf ist, dann ist Bayreuth ein Winterdorf. Das hat jetzt aufgemacht im Oktober. Ob das zu früh ist oder zu spät, das fragen wir mal die Leute. Kommt mal mit. Ganz Deutschland wundert sich sehr so ein bisschen über uns Bayreuther. Wir haben den ersten Weihnachtsmarkt, sagen die Leute, Deutschlands. Wundert euch das eigentlich auch? Ein bisschen schon. Heute ist auch wirklich sehr, sehr warm, aber so ein bisschen weihnachtliche Stimmung und die Eröffnung, das machen wir gerne mit, doch. Ja, sehe ich auch so. Das ist wirklich fast zu warm, aber der Glühwein schmeckt trotzdem. Hier steht der Christian und ob der in die Sauna geht, verrät er mir jetzt. Ja, servus. Ja, wir haben es gerade erst entdeckt. Wir waren uns nicht schlüssig, ob das jetzt wirklich eine Sauna ist oder tatsächlich bloß Werbung. Aber wir haben es gerade schon über das Mikrofon auch mitgekriegt. Das ist tatsächlich eine Sauna und wir freuen uns schon richtig drauf. Wir haben jetzt bloß keine Badehose dabei aktuell. Wir werden es mal hinkriegen, dass wir die Badehose auch mitnehmen und dann werden wir in die Sauna reinschauen. Gehen wir mal rein, oder? Tasche habe ich dabei, Bademantel an. Habe ich ja immer. Auf geht's. So, es ist alles bereitet. Schauen wir doch mal, wer noch so drin ist. Der Sauna in der Machtstraße. Wie seid ihr hergekommen? Habt ihr euch gedacht, Mensch, gehe ich doch mal in eine Sauna und dazu auf die Machtstraße? Ich bin für jeden Blödsinn zu haben und ich habe das im Radio gehört und muss ich hin. Da geht man nichtsahnend über die Maxstraße, hat seinen Ausgehbademantel an und schwupps, was steht da? Eine Sauna auf der Maxstraße. Ja, da hast du recht, da hast du recht. Und es ist das allererste Mal auch, ich sag mir jetzt einfach mal in Deutschland, dass eine Sauna überhaupt auf einem Winter- bzw. Weihnachtsmarkt ist. Und ich finde es genial einfach. Ich kann sagen, es ist ein irres Gefühl, auf der Maxstraße in der Sauna zu sein. Es ist wie, als ob man im Kurzurlaub ist. Neben mir stehen Vanessa und Michaela, die noch nicht in der Sauna waren. Warum denn nicht? Das ist mir zu heiß. Und ihr genießt einfach heute das Winterdorf. Erster Tag, was steht noch so an bei euch heute? Ja, nur Winterdorf. Heute erstmal nur Winterdorf. So, es gibt natürlich nicht nur Gäste hier auf dem Winterdorf, sondern auch Leute, die Gäste versorgen. Unter anderem ist das die Vanessa. Vanessa, was trägst du denn hier Schönes durch die Gegend eigentlich? Ich trage hier einige Sorten an Schnaps rum. Soll ich sie jetzt aufzählen, oder? Ja, bitte jeden einzelnen. Okay, also wir haben auf jeden Fall der wichtigste selbstgemachte Amarillenschnaps. Wir haben Und Birnenschnaps. Hat das Winterdorf etwa was mit Alkohol zu tun? Ach, also es kommt schon mal vor, dass hin und wieder was getrunken wird. Ist das für euch Tradition? Seid ihr zum ersten Mal hier oder gehört das einfach zu Bayreuth dazu, wenn es langsam gen Winter geht? Langsam. Langsam, ja, nee, also Winterdorf ist schon eigentlich standardmäßig. Was trinkt ihr da? Kinderpunsch heute. Verantwortungsbewusst. Oder musst du fahren? Ich muss fahren, ja. Frisch sauniert kann ich das Winterdorf jetzt verlassen. Ja, ich habe gut geschwitzt. Es war ein wirklich schöner Abend. Habe nette Leute getroffen. Das Teil steht hier noch länger. Und ich werde bestimmt ab und zu mal vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal.